Hallo, mein Name ist David Hoffmann, ich bin IFBB Pro ESN Athlet und Fitnessstudio-Betreiber. Im heutigen Video habe ich mich mal der Herausforderung gestellt, einen veganen Ernährungsplan zu erstellen. Das war mein erster und ich habe festgestellt, es ist gar nicht mal so einfach, wenn man gewohnt ist, mit Fleisch und Milchprodukten zu arbeiten. In der Drogerie bzw. im Reformhaus geht's los mit dem Einkauf für den veganen Ernährungsplan. Ja, hier habe ich meine Einkaufsliste. Wir brauchen zum Beispiel Haferflocken, Linsennudeln, Linsenwaffeln. Und das sind so Sachen, die gibt es im Reformhaus oder in der Drogerie, ne, wie beim Rossmann zum Beispiel. Fühlt sich so ein bisschen an für mich wie heimlich Zigaretten kaufen, gerade in der veganen Abteilung. Das ist ungewohnt. Aber ich habe die Linsenwaffeln gefunden, jetzt suche ich noch Linsennudeln. Ein großer Vorteil, wenn ihr beim Rossmann eure vegane Tomatensoße kauft, ist, ihr bekommt auch direkt ein breites Sortiment an ESN-Produkten. Stracciatella zum Beispiel. Oder Favorit Cinnamon Cereal. Hast du alles bekommen, was du wolltest? Was ich wollte, ja. Also alles gibt es natürlich hier nicht. Wir müssen noch Bananen holen, ein bisschen was Frisches. Es fehlen noch die Supplements und die Bananen. Genau. Sonst haben wir alles. Nach dem Training gibt es natürlich einen Post-Workout-Shake mit Protein. Und da heute Restday ist und der Einkaufsmarathon hier gerade läuft, nehmen wir das als Zwischenmahlzeit. Benutzt habe ich veganes Proteinpulver tatsächlich noch nie, aber ich schenke es bei mir viel aus im Studio und ich muss sagen, es riecht sehr gut auf jeden Fall und es gibt auch viele Leute, die es immer wieder trinken. Da schmeckt man tatsächlich nichts Veganes. Echt? Nee, gar nichts. Ist auch nicht so süß, schmeckt so, halt so wie diese Apfelringe immer schmecken. Schmeckt echt gut. Gibt ja schon mal veganes Protein, was so ein bisschen nach Erbsensuppe schmeckt oder so oder irgendwie so komisch, so nach Gemüse, aber das schmeckt nur noch Apfel. Das ist jetzt unser Einkauf bzw. unsere veganen Lebensmittel. Das hier haben wir nicht eingekauft und das auch nicht. Ich habe mich damit ein bisschen befasst, das erste Mal zugegebenermaßen mit veganer Ernährung und dachte am Anfang, das wird nur auf Shakes hinauslaufen, aber ich habe dann festgestellt, mein Favorit sind dann die Linsen geworden und damit kann man relativ viel anfangen. Wir haben zum Beispiel eine Mahlzeit, beziehungsweise kann man auch zwei Mahlzeiten draus machen, aus Linsennudeln mit Tomatensoße, die ist auch vegan. Und die haben tatsächlich 26% Eiweiß. Da haben wir 300 Gramm am Tag, kommen wir später noch zu. Dann habe ich hier diese Linsenwaffeln, die kann man natürlich schön nach dem Training essen oder zwischendurch. Die gibt es dann zusammen mit Erdnussbutter. Dann haben wir veganes Designer-Protein, das gibt es zusammen mit Haferflocken. Das Isoclear haben wir schon gesehen, das gibt es als Post-Workout-Shake bzw. als Zwischenmahlzeit. Und dann Kreatin, das ist natürlich ein Must-Have-Supplement sowieso. Haben wir auch schon gecheckt, gibt es auch vegan. Und dann haben wir noch zur Sicherheit eins von beiden, den Athlete-Stack, damit man Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente auch komplett abgesichert ist. Und dann gibt es dazu noch vegane Omega-3. Was ihr hier seht, sind dann insgesamt zum Schluss 7 Mahlzeiten. Wir fangen an mit Haferflocken, mit veganem Designer-Protein. Dann gibt es eine Nudelmahlzeit mit Tomatensoße. Dann gibt es eine Banane als Snack oder als Nachtisch. Dann gibt es nochmal die Linsennudeln mit Tomatensoße. Vor dem Training gibt es veganes Designer-Protein Cinnamon Cereal mit Haferflocken. Nach dem Training gibt es ein veganes Isoclear, Linsenwaffeln und eine Banane. Dann gibt es nochmal eine Nudelmahlzeit mit Tomatensoße und zum Abschluss gibt es Linsenwaffeln mit Erdnussbutter. Ja, was natürlich am meisten zählt für uns Bodybuilder, Fitnessbegeisterte, wie sind die Makros von diesem Plan und wir kommen am Tag damit auf 228 Gramm Protein, 400 Gramm Kohlenhydrate, 64 Gramm Fett und ungefähr 3100 Kalorien. Und das ist so für viele Leute ein guter Startpunkt für einen Ernährungsplan, so eine Baseline sozusagen. Und von da aus muss man dann, wenn man abnehmen möchte, entsprechend halt Kalorien reduzieren, vor allem über die Kohlenhydrate wahrscheinlich. Oder wenn man aufbauen möchte, die Kalorien ein bisschen hochschrauben, wahrscheinlich auch erstmal über die Kohlenhydrate. Also es war erstmal ein bisschen schwierig für mich, weil immer wenn man irgendwie so hat wie Nudeln, und dann denkt man, ja, dann mache ich ein bisschen Käse drauf oder ich mache dann ein paar Eier drauf und dann denkst du immer, nee, geht ja auch nicht, geht ja auch nicht.
Da habe ich am Anfang erstmal gedacht, das wird echt ein bisschen schwierig, beziehungsweise ich dachte, wahrscheinlich muss man ziemlich stark auf die Pulver setzen, auf die Proteinpulver. Aber ich habe dann die Linsen entdeckt, damit geht es eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Und was ich jetzt nicht berücksichtigt habe, was natürlich die Experten machen würden oder machen müssten, wie jetzt die Aminosäurebilanz der einzelnen Quellen ist und wie man die vielleicht kombinieren muss. Aber ich denke, so fürs Grobe wird es der Plan schon tun. Naja, ich finde es nicht uninteressant. Ich müsste jetzt mal ausprobieren, wie man sich fühlt damit. Ne? Auch so vielleicht verdauungsmäßig und so weiter, wie die Linsen so ankommen. Und wie sich es vielleicht auf die Performance oder auf die Optik auswirkt. Und ja, wie gut das auch sozusagen skalierbar ist. Man kann ja, wenn man jetzt mehr Protein essen möchte als Fleischesser, kann man das ja relativ isoliert einfach erhöhen, indem man mehr Fleisch isst. Und hier hat man dann immer mehr Kohlenhydrate direkt und ein bisschen mehr Fett und so weiter. Aber gut, da kann man sich natürlich auch ein bisschen mit befassen, was hinkriegen. Und zu guter Letzt habe ich mir noch die Mühe gemacht, habe das Ganze mal durchkalkuliert für euch. Und zwar kommt man bei diesem Plan inklusive aller Supplements auf 13,42 Euro pro Tag, beziehungsweise 93,94 Euro in der Woche. Also durchaus erschwinglich für diese Makros, die man hat, und für 7 Mahlzeiten am Tag. Und ich muss noch dazu sagen, ich habe das gerechnet immer so mit dem mit 10%, also nicht mit den besten Aktionen. Ihr bekommt ja mit dem Code HOFF immer die beste Aktion, und wenn ihr Glück habt, mit 20% zum Beispiel einkauft, dann wäre das Ganze noch ein bisschen günstiger.